Hier siehst du, wie du beim Oppo A54 5G die SIM-Karte einlegst. Den Kartensteckplatz findest du links oben am Gehäuse. Nimm den Auswurfstift für die SIM-Karten aus der Verpackung. Steck ihn in die kleine Öffnung neben dem Kartenhalter. Jetzt leicht drücken und die Halterung wird ausgeworfen. Nimm sie aus dem Steckplatz. Leg die Nano-SIM in die rechte Ausstanzung, die mit SIM 1 beschriftet ist. Die goldenen Kontakte zeigen dabei nach hinten und die abgeschrägte Ecke ist unten rechts. Du willst dein Smartphone als Dual-SIM-Gerät nutzen, um Privates und Geschäftliches zu trennen? Dann leg eine zweite Nano-SIM in die linke Ausstanzung des Kartenhalters. Außerdem kannst du den Speicherplatz mit einer Micro-SD-Karte erweitern. Schieb den Kartenträger zurück in den Steckplatz und drück ihn fest zu. Schalte dein Smartphone ein. Wenn es hochgefahren ist, entsperrt die SIM-Karte mit der jeweiligen PIN. Erst für SIM 1, dann für SIM 2. Und jetzt viel Spaß mit deinem Oppo A54 5G. Together we can!